Ja, Gleichstellung würde bedeuten, dass, dass in all diesen Gebieten, sei es jetzt gesellschaftliche Arbeitssachen, Rollenverteilung in der Familie, Rollenverteilung in der Band, auch in diesem Fall, wie keine Frage ist, ob jemand männlich oder weiblich ist, sondern man einfach würde die Rollen so verteilen, wie die Talente der Menschen sind. So, dass man wie sich nicht mehr dass man sich eigentlich nicht mehr Gedanken machen muss über die Frage, ob jetzt etwas an einem bestimmten Geschlecht eher zugeordnet wird oder nicht. So, der wär viel erreicht, wenn man das hat. Also grundsätzlich finde ich es natürlich überall wichtig. Mhm. Und jetzt speziell in der Schweizer Musikbranche habe ich das Gefühl, mir einfach noch wir haben einfach einen wahnsinnigen Mangel an weiblichen Teilnehmerinnen. Mhm. In verschiedensten Rollen, sei es jetzt auf der Bühne, wenn es nicht um Frontfiguren geht und so, gibt es einfach viel zu wenige Musikerinnen, die oben wären. Und ich persönlich fände es super, halt, weil oft gibt es so die Bubenclubs, die sich dann ergeben, so in Bands und in Studios und bei den Konzerten und so. Mhm. Nicht, dass das überhaupt nicht gut wäre und nicht auch lustig wäre manchmal, aber ich persönlich empfinde es immer als einen Gewinn, wenn dort auch noch eine andere Energie reinkommt. Ich habe das Gefühl, sobald man auch noch eine Frau im Raum hat oder in der Band hat oder so, benehmen sich irgendwie alle ein bisschen besser. So, denke ich manchmal. Genau, aber ich habe mir noch überlegt, ob das etwas mit Gleichstellung zu tun hat. Und ich bin nicht sicher, ob ich habe das Gefühl, so wie die Gewohnheit, wie man miteinander umgeht. Weil man hat halt immer so können, weil oft hat es ja keine Frauen gehabt. Oder wenn Frauen sind da gewesen, sind es dann so tough gewesen, wo man auch keine Rücksicht müssen. Oder hat nicht den Instinkt gehabt, Rücksicht zu nehmen und sich ein bisschen anders zu verhalten. So dass man sehr bei Bubenkommunikation hat können bleiben. Mhm. Ich habe oft nicht das Gefühl, dass es wie eine aktive schlechter Stellung wäre, die ausgeübt wird. So, ich habe das Gefühl, es ist etwas, was sich auch ein bisschen ergibt und was sich vielleicht von selber auflösen würde, weil es einfach mehr Frauen hat. Ja. So. Aber ich glaube jetzt, ich habe jetzt nie gehört, dass eine Band leider die Bassistin schlechter zahlt als der Gitarrist. So, der Aspekt vom Thema Gleichstellung, ich hoffe, ich täusche mich da nicht, aber habe ich das Gefühl, ist vielleicht jetzt in der Pop-Rock-Branche zum Glück nicht ein Problem. So. Dass es Ende schon klar ist, dass man für den gleichen Job auch gleich gezahlt wird. Mhm. Aber das wär, vielleicht muss ich mich alle belehren, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass der Weg, den Helvetia Rock jetzt da beschreitet, ehrlich sehr ein guter Weg ist. Mhm. Nämlich einfach die jungen Frauen früh abzuholen und, mhm. und ihnen halt Räume zu bieten, was sie ihre musikalischen Talente und Ideen kann entwickeln können, noch halt so ein bisschen, vielleicht in einem gewissen Maße ein bisschen geschützten Rahmen, den ich legitim finde, so wie es im Moment halt noch nicht selbstverständlich ist, dass es gleich viele Frauen in den Bandräumen hat als wie Männer. Yeah. Und ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist. Weil wenn man mal drin ist, drin zu bleiben, ist glaube einfacher. Es ist generell, das gilt ja für Männer eigentlich auch, dass wenn man erst mit fast 30 zum Beispiel noch probiert in eine Szene zu kommen, ist es schwieriger. Das Netzwerk wird oft früher aufgebaut und dann kennt man einander und denkt einander. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, ist das schon richtig oder müssen wir tatsächlich dranbleiben und Geduld haben und nachher hoffentlich entwickelt sich das. Ja. Der Empowerment Day, habe ich das Gefühl, hat wie, also so wie ich ihn jetzt erlebt habe, immer zwei Hauptsachen, die ich super finde daran. Einerseits sieht man all die Bands spielen. Mhm. Einen ganzen Tag lang einfach nur eine Frau auf der Bühne. Das ist sehr cool. Und zum Teil auch, wie das immer bei jungen Bands ist, zum Teil super und zum Teil noch ein bisschen mehr. Schülerband. Genau, noch ein bisschen Schülerband. Aber das wäre ja bei Jungs genau gleich. Ja. Yeah. So, aber das finde ich cool. Man sieht einander spielen und man kann einander ein bisschen feiern. Und so. Ich glaube, das ist sicher wichtig. Oder der zweite Teil, dass man halt um ist und darüber redet. Mhm. Ich glaube, das ist sehr oft das Problem, dass
dass so Ungleichheiten bleiben bestehen. Nicht, weil die Leute so aktiv wollen, sondern weil das Bewusstsein nicht geschärft wird dafür, dass es das gibt. Und da ist so ein Tag, wo man jedes Jahr zusammenkommt, oder sogar zwei Tage, und einfach das thematisiert und so, ist das sicher sehr wertvoll. Ja. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt auch, dass zunehmend auch vielleicht die Presse noch ein bisschen mehr auf das Thema mit anspringt. Mhm. Das würde auch helfen. Ja. Ja, für mich, ich habe ganz persönlich hat es so einen Moment gegeben, wo wir ein grosses Konzert hatten im Progger zu Bern. Mhm. Und ich hatte ganz viele Gäste gehabt, aber halt die Leute, die halt hier oben waren. Und nachher, nach dem Konzert bin ich ausgestanden und habe so ein paar sehr engagierte Freundinnen haben gesagt, ja, es war schon okay, aber es war wieder typisch, die Frauen haben wieder nur dürfen singen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das ist jetzt tatsächlich auch in meiner Band so gewesen. Das stimmt zwar nur halb, weil die eine Sängerin spielt viel auch Akkordeon, die dann dabei war. Aber es hat sich ein so ergeben, dass ich auch eine grosse Band auf der Bühne hatte, mit Background-Sängerinnen quasi, oder Duett-Partnerinnen. Aber halt nicht eine Streicherin war zwar auch noch dabei gewesen, genau dann. Aber ja, es ist ein so. Es ist mir bewusst geworden, ich wollte das nicht aktiv, dass das so ist. Mhm. Aber es ist dann einfach so. Mhm. Und weil ich dann überlegt habe, ja, aber wenn ich jetzt müsste einen bestimmten Musiker in meiner Band ersetzen, was für Frauen kommen wir auf an hier bei Sinn, mhm, die ich könnte fragen könnte, dann wären wir schon für jede Rolle vielleicht jemand in Sinn kommen, aber halt immer fünf Männer auch noch dazu. Ja. Und an diesem Punkt ist mir schon sehr bewusst worden, dass das einfach wie eine Ausgangslage ist, die ja schwierig ist, wenn man jetzt möchte sagen, ich möchte etwas dagegen machen. Ich finde es immer super, wenn er so, wie der Prince zum Beispiel, wo man auch mal eine Bandbesetzung hatte, die einfach nur Frauen gespielt haben. Oder jemand anderes war auch noch so unterwegs. Ich weiß jetzt nicht mehr. Der Lenny Kravitz. Ich habe gemeint, in einem anderen von diesen Amerikanern. Hat also. Oder Jack White, genau. Mhm. Da hat man noch eine zweite Besetzung, die nur Frauen gespielt haben. Und ich glaube, das sind starke Zeichen. Mhm. So, das ist cool. Ich finde das erst noch raus, weil meine Familie ist erst noch am Kommen. Aber ich hoffe natürlich schon, dass das... Jetzt fühle ich mich jetzt so als Musiker, der noch ein Teilzeitpensum hat, was recht klassisch ist bei Musikerinnen und Musikern, ist ehrlich noch eine coole Ausgangslage, weil man eine gewisse Flexibilität hat, um jetzt eben auch als Teilzeitberufstätiger Mensch in eurer Familie gewisse Aufgaben zu übernehmen. Aber es gibt natürlich dort noch so wie die... Aber jetzt gerade in der ersten Zeit, zum Beispiel, wenn das Kind noch ganz klein ist, ist es von Natur aus so, dass die Mutter halt mehr gefordert ist, als der Vater präsent zu sein, so, weil das Kind halt will und es hat gestillt werden. Und dort kann man natürlich nicht alles einander abnehmen. Also jetzt das Gefühl, dass dort aber so die Freelancer-Berufe, wo MusikerInnen oft haben, eine coole Ausgangslage waren, um das zusammenzubringen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Gefahr, dass jemand, der jetzt zum Beispiel künstlerisch aktiv ist und darum wie nicht fixe Termine hat, dann stärker in die Familie hineingesogen wird. Oder, weil du hast ja Zeit, kannst du jetzt nicht noch schauen. So, das ist etwas, was ich zum Beispiel persönlich so ein bisschen, mhm, gespannt bin, wie ich es dann löse. Weil ich viel daheim arbeite. Aber ehrlich, hocke ich einfach da und schaue in die Kompi und mache ein bisschen etwas. Und oft ist das Zeug, wo, wenn ich es hinten nicht habe, kann ich es auch noch morgen machen. Aber irgendwann muss man es ja gleich machen. So, dort ist, glaube ich, so, dass das Selbstständige und daheim arbeiten sicher auch noch eine gewisse Herausforderung. Aber auch, ich denke jetzt im Vergleich zu anderen Jobs, wo man einfach oft nicht die Wahl hat, wo man einfach muss verfügbar sein, wenn man eine gewisse Verantwortung übernehmen will, innerhalb von einem Betrieb, dort könnte sicher schon noch mehr gemacht werden. Und ich würde mir dort besonders vor Wirtschaft, von den Arbeitgebern, auch wünschen, dass sie mehr dazu tun würden, dass auch Eltern könnten, zum Beispiel eine betriebsinterne Kitas geben, mehr, mhm, dass dort dem so entgegenkommt. Oder eben mit Gleitarbeitszeiten und so. Es gibt ja schon coole Modelle, mhm, aber sie haben sich aus meiner Sicht schon noch nicht genug verbreitet. So, es ist schon immer noch so, dass man tendenziell denkt, jetzt jemand, der
Verantwortung für ein Kind übernimmt, hat eine schlechtere Karte in gewissen Jobmodellen. Und vielleicht müsste halt der Staat einem helfen, Türen aufzutun oder Anreize zu schaffen. Als Arbeitgeber, dass man gerade kleine Betriebe zum Beispiel würde ja vielleicht gerne, aber kaufen es nicht, weil es tatsächlich halt mit wenig Personal kompliziert kann sein, so etwas zu lösen. Und dort könnte der Staat einem ja auch ein bisschen unterstützen. Also für mich, jetzt für mich persönlich als Singer-Songwriter, sind ein paar von meinen liebsten Künstlerinnen. Mhm. Hat sie Frauen. Das ist einerseits Denise Mitchell, die ist nicht so bekannt. Das ist eine amerikanische Songwriterin, die wirklich gross ist. Also ich finde sie die beste Texterin von unserer Generation. Irgendwie. Und von zwei Generationen früher war es Joni Mitchell. Mhm. Die sind nicht verwandt, aber das finde ich. Und sie ist wirklich, finde ich, in jeder Hinsicht eine außerordentliche Künstlerin. So musikalisch, die hat eine extrem spannende Entwicklung gemacht und ist immer so radikal bei dem geblieben, was für sie ist wichtig war und was für sie gestimmt hat. Sie hat nicht irgendwie auf einen Markt Rücksicht genommen oder auf so ein Mädchen-Image Rücksicht genommen. So. Das sind sicher zwei so Frauen. Und da gäbe es natürlich noch, da könnte ich jetzt ganz viele Künstlerinnen aufzählen, die für mich wichtig waren. Ja, ist ja super. Ja. Und schon im Business, ich muss jetzt gerade überlegen, kommen wir wirklich jetzt die Helvetia Rockfrauen sind, jetzt hier bei uns in der Schweiz, ja. wo jetzt nicht nur genau bei diesem Engagement für Empowerment Day und für die Helvetia Rocks Projekt, sondern auch in anderen kulturpolitischen Fragen, wo wir mit unserem Verband eng zusammenarbeiten mit ihnen. Mhm. Irgendwie finde ich, das ist cool, das ist irgendwie Fleisch im Knochen. Da wird etwas gemacht, wo nicht einfach nur geschnurrt, was es schon manchmal ja auch ein bisschen gibt. Mhm. So, das finde ich stark. Super, danke. Danke. Merci auch.